Hier zeigen wir dir, wie du beim Xiaomi Mi 9 das Display tauschst. Ersatzteile und Werkzeuge findest du in der Videobeschreibung. Aus Sicherheitsgründen sollte der Akku unter 20% geladen sein. Zuerst erwärmst du das Backcover mit einem Föhn, der sich bis 60 Grad erhitzen lässt, damit sich der Kleber löst. Danach legst du den Präzisionssaugnapf an und verwendest flache Hilfsmittel, um an den Seitenrändern entlang zu fahren. Dieser Vorgang braucht etwas Geduld. Jetzt entfernst du die 10 weiß markierten Schrauben. Lass dich dabei nicht von der Reflexion um die Kameralinse täuschen. Im gesamten Telefon gibt es hauptsächlich eine Schraubenart, Kreuzschrauben. Am besten du sortierst dir dennoch alle Schrauben, denn die Schrauben sind unterschiedlich groß. Unmittelbar danach löst du die Akkuflexverbindung. Jetzt werden 7 weitere Schrauben entfernt. Nun kannst du das Lautsprechermodul zur Seite klappen. Pass dabei auf, das Antennenkabel zu beachten und danach vorsichtig zu lösen. Nun werden die Klebestreifen vom Akku so flach wie möglich abgezogen. Sollten dir die Klebestreifen dennoch reißen, verwendest du wieder den Föhn, um den Kleber zu lösen und hebelst den Akku vorsichtig heraus. Nun verwendest du wieder den Föhn, damit sich der Displaykleber löst. Jetzt legst du auch hier wieder den Präzisionssaugnapf an und verwendest flache Hilfsmittel, um an den Seitenrändern entlang zu fahren. Schließlich lockerst du die Display-Flex-Verbindung.
Nun entfernst du die Klebereste. Wenn du möchtest, kannst du zusätzlich auch etwas Reinigungsalkohol verwenden. Jetzt benutzt du etwas Flüssigkleber und legst das neue Display ein. Unmittelbar danach presst du die Teile zusammen und entfernst überflüssigen Kleber mit Reinigungsalkohol. Nun wird die Displayflex-Verbindung angebracht. Für den alten Akku verwendest du entweder die passenden Klebestreifen oder etwas doppelseitiges Klebeband. Nun legst du den Akku ein. Jetzt wird das Antennenkabel angebracht. Sobald das Lautsprechermodul an seinem Platz ist, kannst du es wieder einschrauben. Schließlich verbindest du die Akkuflex-Verbindung. Du legst das Induktionsmodul ein und schraubst es anschließend fest. Wenn der alte Backcover-Kleber noch gut intakt ist, kannst du Backcover und Gehäuse zusammendrücken und mit dem Föhn leicht erwärmen. Andernfalls musst du alle Klebereste entfernen und verwendest eine neue Klebefolie. Freut uns, dass wir zusammen repariert haben. Wenn dir unser Video gefallen hat, abonniere unseren Kanal. Ersatzteile und Reparateure findest du auf kaputt.de.